Ja, Leute, und zwar gab es eine neue Folge von Villa der Liebe: Nacktbaden am Strand. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Stimmt, die wollten ja nackt baden, aber am Strand waren sie nicht. Aber trotzdem, Cordula und Tesla zusammen mit dem Alessio. Ich bin gespannt. Holen sie ihn oder holen sie ihn nicht? Wir bleiben drin. Los geht's. Wir bleiben drin. Danke, Mimi, danke. Ich weiß, es sieht immer komisch aus, ja. Danke, Da Trache. gibt's halt nur eins. Nacktbahn. Das ist so Am dumm. Abend. Ich würde mich freuen, wenn wir nach der Bestrafung ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen können. Nackbaden, einzige Lösung. Hast du dich schon entschieden? Ja, ich habe ein bisschen nachgedacht, aber im Endeffekt finde ich es echt geil und ich Danke, würde das war doch echt sehr irgendwie. gerne mit dir Ja? nachtbaden gehen, ja. Da freue ich mich. Okay, gut, wir tun an. Schon wieder aus, ich muss mitsingen. Wikidi, 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 okay. Sorry, Leute. Ich freue Ihr mich wisst ja, ich habe halt keine Rechte an der Musik, deswegen muss ich die Musik halt selbst nachsingen. Deswegen verzeiht mir. Viele haben unter Hallöchen unter meine Reaktion geschrieben: Hör auf zu singen! Ich kann auch still sein, aber ist auch blöd, deswegen singe ich lieber. Cringe muss sein. dass du doch noch in die Villa gekommen bist und wir das alles klären konnten. Scarlett, genau, danke. Es freut mich wirklich sehr zu hören. Wann geht's eigentlich zurück für uns? Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ja, heute geht's leider nicht mehr wegen diesem Coronavirus und deswegen müssen wir Oh. noch eine Nacht länger in dieser Villa der Liebe bleiben und können dann erst schlussendlich morgen früh zurückfliegen. Hey, die haben damals bei den Dreharbeiten schon mit Coronavirus schon mitbekommen? Hey, wir sind denn wieder nach Hause gekommen? Das war wahrscheinlich kurz bevor es losging, ne? Wahrscheinlich ganz knapp davor. Der Liebe. Bin da der Liebe interessant. Jetzt bleibt der Freund einfach da. Hier bist du ja. Ja, setz dich gerade noch ein bisschen. Ich glaube, alles hier braucht noch. Ich Alessio, habe jetzt geht's gerade am gut? Telefon nicht so ganz verstanden. Kannst du mir nochmal den Plan Das erklären? mit Alessio, ne? Ja, genau. Ja, und zwar dachte ich, dass wir vielleicht zu zweit mit ihm nackt baden gehen, weil dann könnten wir ihn versuchen, beide zu verführen. Und so können wir dann halt gucken, ob wir dann mehr Augen für Alessio haben oder halt nur für uns beide. Also ich dachte, das wäre eigentlich ein ganz guter Ja, hört Plan. sich gut an. Ah, Hi. hi. Hi, Tesla, bist du Aha. dabei? Ja, klar. Sehr schön, freue ich mich. Wollen wir gehen? Ja, gerne. Oh. Super. Hä, er lebt den Traum einfach, er lebt den Traum. Er geht mit zwei Mädels nackt baden. Wer will das nicht? Mann. Ich war noch nie nackt baden, fällt mir ein. Doch. Oh. Oh. Oh, dann mache ich mal eine Podcast-Folge drüber oder so. Da war ich in so einem FKK-Badehalle. So eine Halle war das, wo du. Das war eine damalige Freundin, die ich hatte, die wollte unbedingt dahin, da bin ich mitgegangen. Das war unangenehm. Next level unangenehm, aber ja. Aber es war das einzige Mal, ich glaube, das letzte, wo ich in der Öffentlichkeit quasi nackt baden war, aber privat, keine Ahnung. Aufregend. Mal sehen, was gleich am Strand passiert. Anna. Immerhin hatte Tessa bereits schon was mit dem Butler. Also ist sie ja eigentlich bisexuell. Mal sehen, wie das bei mir ist. Kannst du mal singen? Ich habe einen Podcast, ja. Hey, alles gut bei Brotgebote dir? heißt Nicht der. so traurig. Ja, das mit Alessio, ich glaube, es macht einfach keinen Sinn mehr. Und auch ihn ständig mit den anderen zu sehen, ich kann das, glaube ich, alles nicht. Verständlich. Weißt du musst aufhören, so traurig zu sein. Guck mal, wo wir hier sind. Beste Überlegung so. Scarlett wieder Big Brain Moment. Warum bist du so traurig? Fang doch an, einfach glücklich zu sein. Ah, ja, danke für diesen wunderschönen Tipp. Aber was macht sie denn überhaupt dann da? Ich meine, der hat doch gewusst, dass er mit den anderen Mädels da rumbändeln ist und das will. Was hat sich da jetzt erhofft? Na ja, gut, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Aber sie stirbt. Aber sie stirbt. Ich finde, wir sollten irgendwie was unternehmen, alle. Das Wetter ist richtig gut und ich weiß nicht, ich glaube, so die Mädels könnten das auch mal vertragen. Was hältst du, wenn wir eine Wanderung Boah, haben die machen? Was hältst du Sonnenbrand an davon? am Arm, oder? So nur wie Mädels. Eigentlich schon eine coole Idee. Dann können wir vielleicht auch noch was Ja. unternehmen und die Zeit hier nutzen. Wir könnten ja vielleicht Fatima fragen.
Nala eigentlich? Also die muss zwar draußen schlafen, aber ja, wir können sie ja trotzdem mitnehmen. Ja. Ja. Und Ulrike, mhm, oder? Ja, finde ich gut. Ja, dann machen wir sie fragen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und wir haben es jetzt ausgelassen. Fatima, Marie und Cordula. Heißt die Marie überhaupt? Weiß ich gar nicht, aber ja, und ich finde, sie liest auch immer so extrem, dass sie irgendwie vom Text ablesen, finde ich. Also sie spricht so. Dann können wir das machen. Und vor allem, hier guckt sie auch wie in die Kamera, zum Kamerateam, oder? Kann das sein? Sie guckt so gezielt dahin. Hier, Filmfehler entdeckt, Brody, der Kritiker. Oh, müssen wir wieder. Oh, nee, die Kacke schon wieder. Wenn ich den Hund erwische, werde ich ihn im Pool ertränken und an die Mädchen verfüttern. Scheiße! Okay. Mein lieber Freund, es wütet in mir. Warum ist es uns versagt, den Fluch der Villa der Liebe zu brechen? Warum redest du eigentlich immer so? Was ist der Fluch jetzt eigentlich? Was redest du? Ich meine... Was laberst du? Der Wille ist stark, aber die Triebe sind stärker. Und wir sind an diese Regeln gebunden. Immerzu. Wir haben den Fluch der Villa doch schon mehrfach durchbrochen. Ich mit Nala, du mit Tesla. Du hast ja recht. Deine einfachen Gedanken bereichern mich. Vielleicht gibt es den Fluch der Villa der Liebe gar nicht. Ja, vielleicht doch. Ich weiß, es nervt es. Ich sehe es immer in Hallöchen in den Kommentaren und auf dem Kanal, wenn ich das sage. Dass du nie so, hör auf, das zu sagen, es wäre besser, wenn du es nicht sagst. Aber Leute, es ist einfach true. Ich sag nur Wuff, ich will nicht mehr sagen. Ich will es nicht mal rausholen, aber hier. Alles eine Illusion. Du meinst, wir können weiter mit den Mädchen flirten? Ja. Du mit Nala? Ich dachte, der Sack ist aus wie. Das Problem ist, ich bin Ende 40. Sie ist minderjährig. Ich kann das nicht mehr. Ja. Eine verbotene Frucht. Aber Tesla. Oh, diese Dame. Ich muss es weiter bei ihr versuchen. Oh, diese Dame. Danke dir. Viel Erfolg. Hast du ihren Hund gesehen? Was macht denn jetzt? Was? Hä? Hör mal, ich bin gerade verwirrt. Ich bin. Hat er gerade gesagt, Ende 40? Und vor allem, ich war abgelenkt wegen der Kacke. Ende 40 ist er? Er soll einen Ende 40-Jährigen darstellen? Ist echt jung geblieben. Und vor allem auch. Hat er jetzt gesagt, er soll die trotzdem mit ihr daten, Nala, die 14, 16-Jährige? Ich habe 5 Sekunden in den Chat geguckt, ne? Und dann bin ich direkt wieder weg. Erfolg. Ich muss es weiter bei ihr. Eine verbotene Frucht. Aber ja. Tesla. Oh, diese Dame. Warte mal. Sie ist minderjährig. Ja, ich kann das nicht mehr. Ja. Eine verbotene Frucht. Aber Tesla. Oh, diese Dame. Ich muss es weiter bei ihr versuchen. Danke dir. Viel Erfolg. Hast du ihren Hund gesehen? Okay, er hat nicht gesagt, dass er mit ihr zusammen sein will. Er hat nur gesagt, dass er, dass sie eine verbotene Frucht ist und dass er es nicht kann. Okay. Aber allerdings auch, er ist Ende 40. Sieht aber doch aus, wie als wäre er gerade, keine Ahnung, wie alt ist denn Jonas? Weiß nicht, so alt wie Jonas halt ist, ne? Und, Nala ist 16. Sieht aber aus wie. Okay, sieht aus wie 16, ne? Aber ich meine, es könnte auch ein Fluch darin liegen, dass die beiden hier Leute, die da arbeiten, vielleicht doch einiges älter sind, als sie eigentlich aussehen. Der Butler redet ja so komisch. Vielleicht ist er ja 200 Jahre alt oder so. Schon noch zur Zeit, wo die so geredet haben. Vielleicht ist der Fluch der Liebe ja, dass sie erst wieder altern können, wenn sie eine wahre Liebe, wenn sie ihre wahre Liebe gefunden haben. Leute, ey, was ich alles hier erwähnt, Leute, ey. Alle hate mich jetzt, die Wahl. Brauch nicht einfach auf zu diskutieren. Danke, Jakobs Follow, danke. Und Brody, bist du, danke. Stefanie auch, danke, fürs Follow. Dankeschön. Yuki und Lieven, Love and Lie, danke fürs Follow.
Ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie gerade verhört auf diese Wanderung. Mädels, wollen wir nicht noch Sonnencreme und Rucksack mitnehmen? Nee, ich finde, wir sollten gar nichts mitnehmen. Auch keine Handys, so Detox-mäßig? Detox hab ich auf YouTube gesehen, lustig. Ja, das ist richtig gut. Meinst du denn, ist das eine gute Idee, auch die Handys? Detox ist das Gift und die ist entgiften einfach. Die da zu lassen? Ja. Aber, also, wir müssen ja auch noch Marie holen. Die ist ja auch noch nicht da. Marie ist sowieso mit Michael beschäftigt und Cordula und Tesla sind mit Alessio am Strand. Also wir fünf, oder? Okay. Dann hat sie ja nichts dort. Die Schule finde ich lustig. Die hat irgendwas vor, die hat irgendwas vor. Die gehen jetzt alle zusammen auf Wanderung, lassen ihr Handy weg. Die verlaufen sich doch erstens mal. So diskutieren, willst du mit der Serie diskutieren? Ja, will ich. Ich freue mich echt auf voll. Weißt du, was ich gemacht habe? Legen sie einfach dahin jetzt? Ja, what? Nein. Was? 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 Die legen sie einfach dahin jetzt draußen? Auf die Fensterbank? Wie lost kann man? Was? Die Handtasche vor allem auch? Ja, da muss ich ja nur hingehen, vorbeinehmen und die Handys mitnehmen. Habe ich alle. Das ist doch für Diebstahl ja ideal. Was? Mir gefällt die neue Scarlett. Sie ist voller Lebensenergie und ihr scheint das Experiment voll egal zu sein. Finde ich richtig super. Ich glaube, so langsam kann ich mich mit dem Gedanken anfreunden, dass Alessio eine neue Freundin hat. Ich wünsche mir auch wirklich das Beste. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt genügend andere Männer auf der Welt. Da wird schon irgendwo der Richtige dabei sein. Oh. Da haben sie sich gefunden. Ich werde jetzt aber richtig konfus jetzt eigentlich. Jetzt will er dann eigentlich. Also Nala will ihn, aber sie ist minderjährig, jetzt nimmt er sich sie wahrscheinlich, die Johanna. Und jetzt, ich denke mir schon an den Prozess, der schon vorher ab, sorry. Ich denke mir zu weit. Oh, Musik. Ich singe wunderbar, ja, 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 ja. Es ist ein Strand mit, ja. Wollen wir jetzt wirklich da reingehen? Hey, ja klar, warum denn nicht? Ja, wir werden das auf jeden Fall noch machen, aber lass uns erst später nackt baden gehen, wenn es ein bisschen dunkel ist, okay? Ach komm schon, bitte. Wir setzen uns zuerst mal hin, bisschen reden, okay? Cordula will direkt den Schlong sehen, ey. Oh komm, jetzt nackt baden, jetzt, ich will nackt sein, jetzt. Wenn es dunkel ist, kann er nichts mehr zeigen. So. Aber er hat eh seinen Schlong schon gezeigt, ne? Direkt am Anfang von der ersten Folge, also. Hallo. Da gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Dominik, danke fürs Follow, danke schön. Aber ich hätte wirklich richtig Lust gehabt. Ja, ich auch. Ja, ich habe ja auch Lust, aber jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns kennenzulernen und verschieben das ein bisschen aufs Spiel. Noch einmal dieses Reden, ey. Okay. Los, ballern einfach. Klar. Okay. Unangenehm. Da haben sie sich schon so drauf gefreut, nackt zu baden. So, lass es erstmal reden, so. Okay, I'm fine. Axel, hi. Das hat mir echt gefehlt. Das freut mich wirklich zu hören. Das könnte euer kleiner Bruder sein, wirklich jetzt. So wie der aussieht, das ist doch. Das könnte echt kleiner Bruder sein. Ich müsste da liegen. Ich bin dann ihr Vater oder so. Next Level Cringe, immerhin schon weiter. Oh. Ja, keine Ahnung. Es tut mir halt einfach generell, in der letzten Zeit ist wirklich sehr viel passiert und ich möchte mich einfach wirklich dafür entschuldigen, was ich für Scheiße gebaut habe und alles mögliche. Junge, ja, keine Ahnung. Ich habe extrem viel mit Freunden gemacht, ich habe viel gezockt, ich habe viele unnötige Dinge gemacht und das Wichtigste im Leben habe ich halt einfach vernachlässigt und das Wichtigste in meinem Leben bist halt einfach du. Ich meine, ist ja so ganz süß, aber da hat sich so ein Roman zurechtgelegt, das einfach so gesagt, so aufgesagt. Weißt du, ohne dich bin ich einfach, kann ich einfach nicht glücklich sein. Ja, das ist falsch. Schritt 1 schon mal verkackt. Ich meine, man kann glücklicher sein, wenn man jemanden zusammen ist, aber man soll nicht sagen, man ist nicht mehr glücklich, wenn man mit jemandem nicht hat. Das ist dann so Abhängigkeit. So. Wenn ich dich nicht habe, dann bin ich todestraurig, du musst mit mir zusammen sein, sonst bin ich traurig. Alarm, Alarm, was ist mit Anna? Nein, das war nur darauf bezogen, Leute, dass ich jetzt hier so ein bisschen den hate und ich ja eigentlich auch irgendwann zukünftig vielleicht noch eine Rolle bei den beiden Jonas bekommen hätte. Da habe ich gesagt, so, ich müsste eigentlich sein. Das war halt darauf einen Witz gezogen. Nicht damit, dass ich jetzt hier mit Marie einfach im Bett liegen will, Mann. Ah! Mann, ey, Leute. Weißt du, vielleicht war es auch Schicksal, dass du hier in die Villa gekommen bist.
Und die Villa der Schicksal. Liebe, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Ja, jetzt müssen wir nicht nach Hause fliegen, jetzt, oder? Wir gehen. Keine Ahnung. Oh, wir haben eine gute Nachricht. Die dramatische Musik. Oh, gute Nachricht. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen und da steht drin, dass wir heute sogar schon nach Hause fliegen können. Was? Ja, kein Spaß. Schau. Ist er nicht süß und das ist einfach mein Freund. Vielleicht war es ein Fehler, hier in die Villa zu gehen, aber gleichzeitig haben wir uns dadurch wieder zusammengefunden. Und wenn die Kamera so hält, sieht es aus, als wäre sie wirklich nackt. Vor allem auch, warum ist das Kamerateam da, während sie gerade da im Bett am Kuscheln sind? So auch richtig weird. Und interviewen sie direkt dort. Besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Gar nicht gecheckt. Ich gucke so in den Chat und einer schreibt, Drache schreibt, ey, was macht er da? Und dann sehe ich ihn in der Grund und er wedelt sich einfach gerade ein, während sie das Interview führt. Er wedelt sich ein, gerade von der Palme. Oh Mann. Ich liebe dich. Oh Mann. Hey, wo sind ich? Bin ich jetzt böse? Ihr habt meine Message nicht verstanden, Leute. Steht die Auswirkungen, Leute, bevor auf Twitch, auf YouTube. Danke, voller Pizza, dankeschön. Digga, Leute, reicht sich langsam. Wie lange sollen wir hier noch rumlaufen? Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Scarlett, du musst doch wissen, wo wir sind. Wo geht's denn lang? Ich dachte, die letzte Person achtet darauf. Jetzt hat sich verlaufen. Ich hab's doch gewusst, dass sie verlaufen werden. Und vor allem haben die auch voll ins Partner-Outfit, finde ich so. Johanna und Scarlett. Guck mal, die haben beide eine blaue Jeans an und ein weißes Top. So richtig. Ja, das ist nicht wirklich geklaut, ne? Ja, das wär's dann du. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab mich alle verarscht. Und jetzt? Das war doch dein Vorschlag, hey, alles liegen zu lassen. Dann musst du doch auch wissen, wo wir hingehen. Ihr wolltet alle mitkommen. Außerdem dachte ich, Nana, passt auf. Wir haben nichts. Ja. Ich hab gar nichts. Ja, und außerdem war es doch auch noch, du hast auch noch gesagt, oh, das habe ich auf YouTube gesehen, so eine geile Idee. Ich hab's auch auf YouTube gesehen. Und jetzt? Leute, ich hab eine Idee. Keine Sorge, okay? Ich gehe einfach und gucke, ob ich Hilfe finde. Ihr bleibt genau hier und wartet. Und wenn ich jemanden gefunden habe, komme ich wieder. Okay? Ja, dann. Okay. Oh, da-dan, tolle. Da-dan, 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 da-dan. Melis, ist euch kalt? Ist schon okay. Wie er guckt, ey, wie er guckt. Melis, ist euch kalt? Weirder Typ. Ich muss gerade den Livestream von vorhin noch auf ungelistet stellen. Wird verarbeitet, steht hier, hä? Wird verarbeitet. Nicht gelistet. Speichern. So. Gut, weiter geht's. Weil ich würde sagen, jetzt oder nie, Nacktbad ist es euch eröffnet, oder? Endlich. Ja, endlich. Let's do this. Aber mal kurz. Ja? Besser? Ja. Was soll das heißen? Wow. Ich komm sofort. Ja, komm mal. Was ist? Hey, sag doch noch, was los ist, Mann! Rätsel, da kann ich einfach wegrennen! Ajit, einfach weg! Hä, kann ich immer machen? Was ist von. Erst, egal was irgendwo musste. Hä, was? Also Manieren, also unhöflich. Achso. Ich bin entrüstet. Okay. Oh, Rückblick. Idiotinnen. Ach, sie hat das Telefon. Hä? Alessio? Hey, ich bin Scarlett. Ich muss dir was sagen. Die Mädchen, sie wollen alle abreisen. Ich wusste es, Leute. Ich hab's gecallt. Ich hab's gecallt, dass Scarlett irgendwas drauf hat. Vorhat. Ich hab's gewusst. Die hat nichts drauf, aber vorhat. Ich wusste es. Ich hab's gecallt. Ich habe es gecallt. Das ist so eine hinterlistige. Ich meine, wer nimmt im Koffer ein Messer mit? Auch so weird. Ja, sie haben keine Lust mehr. Nur noch ich bin da. Also lass uns doch in deinem Zimmer treffen, ja? Okay, bis gleich.
ist er dann direkt los, ist er dann nach dem Telefonat direkt losgerannt? Sie ruft an, sagt, alles abgereist, ich bin noch da, treffe uns in seinem Zimmer. Er so, Mädels, ich muss weg. Hey! So war denn die anderen, er hätte mit den anderen beiden Mädels nackt baden können und er geht einfach, er rennt einfach weg jetzt, um... Okay, naja, gut, es ist auf jeden Fall... Ah, was ist für ein Ende? Ich bin höchst entrüstet. Wort des Tages, entrüstet. Oh Mann, ey, gut. Aber ja, ich bin gespannt, was weitergeht. Ja, wird Scarlett ihn kriegen? Wird sie, werden die anderen Mädels nach Hause finden? Oder werden sie immer draußen in der Wildnis lungern müssen? Worum immer sie das gerade drehen? Wo sind sie gerade? Vor der Ventura oder so? Keine Ahnung, weiß nicht. Aber ja, bin gespannt, wie es weitergeht.